Hallo und herzlich willkommen, eine neue Runde der Daily Challenge bei Rayman Legends. Heute haben wir mal wieder Renaissance Gate, das heißt ein recht spannendes, am Anfang natürlich recht wenig zu tun, wir müssen halt einfach nur runterspringen. Hier können wir auf den oberen Teil noch, wenn wir diesen einen Lumen noch sammeln möchten, also die Optimallinie ist dann natürlich ein bisschen schwieriger, hier nach unten schnell durch, da können wir auch schon gleich später üben für einen späteren Teil. Denn nachher haben wir jetzt gleich da einen schweren Runterspringer. Hier können wir nochmal eine ganze Menge Loom sammeln, indem wir noch ein bisschen fliegen. Und jetzt kommt die Stelle, und zwar hier abbremsen, nicht vergessen, runterspringen. Und dann die gleiche. Hier ignorieren wir sie, wir fliegen ein bisschen, damit wir auch diesen Puffer hier richtig schön... Hier nur ein kleiner Sprung. Jetzt entsprechend rollen. Hier weit fliegen, nicht die Punkte verpassen und jetzt kommt ein bisschen Übung. Das muss man ein paar Mal machen, das heißt oben, oben, unten. Hier ein sehr, sehr weiter Sprung, nicht recht schwierig. Immer die Teile verwischen. Und ja, hier war ich dann zu blöd, um eine einzelne Plattform zu erreichen. Aber ihr seht, es ist recht leicht heute den silbernen Pokal zu gewinnen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde bei Rayman Legends. Bis dann, ciao, ciao.